Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 28. April. Heute haben wir dabei Pokémon Go, WhatsApp, Spotify, UPS und DJI Mavic Air 2. Beginnen tun wir mit Pokémon Go. Da gab es jetzt ein neues Update und nun gibt es Fanrate-Pässe. Wie immer, wenn ihr kein Pokémon Go spielt, dann wisst ihr nicht, wovon ich rede. Wenn ihr Pokémon Go spielt, dann wird euch das bestimmt interessieren. Raids, da trifft man sich zusammen, jagt und bekämpft ein Pokémon zusammen und fängt es dann einzeln. Und da braucht man ab und zu ein paar Leute, die müssen dann auch zusammen sein vor Ort. Und das ist natürlich in Zeiten von Corona nicht so dolle. Und nun, wie schon so viele Updates in letzter Zeit für Pokémon Go, wurde eine Funktion eingeführt, damit man zu Hause bleiben kann und spielt. Und das ist dieser Fanrate-Pass. Man kann sich praktisch halt vom Sofa in eine Arena einloggen, muss nicht vor Ort sein und kann dort gemeinsam mit anderen spielen. Finde ich eine nette Sache und ja, werde ich mal ausprobieren. Ja, gestern haben wir noch drüber geredet, dass Facebook mit den Messenger Rooms auch eine Videotelefonie-Konferenzlösung rausbringt und es nimmt ja kein Ende. WhatsApp für iOS kann nun auch Videoanrufe mit bis zu 8 Teilnehmern. Das bedeutet aber, alle müssen die aktuellste WhatsApp-Version und ein iPhone haben, also iOS nutzen. Wahrscheinlich, geht gar nicht auf ein iPad, oder? Ja, also Android-Nutzer sind erstmal außen vor, aber ich vermute, das wird nicht lange warten und dann kann man Cross-Plattform über WhatsApp Videoanrufe mit 8 Personen machen. Das, worauf wir natürlich gewartet haben. Worauf wir vielleicht doch warten, das ist der Daily Wellness Mix auf Spotify. Den gibt es bereits in Amerika und in Großbritannien und jetzt scheint er auch kurz vor Start in Deutschland zu sein, denn wenn man sucht, findet man schon eine relativ leere Playlist und in der Daily Wellness, da ist Musik zum Entspannen drin, sind auch Podcasts drin und zum Beispiel eine Daily Quote in Amerika. Die Playlist wird zweimal täglich aktualisiert, einmal am Morgen und einmal am Abend, weil da braucht man ja durchaus andere Musik, soll neben der Entspannung auch zur Fitness dienen und ja, bin mal gespannt, ob da was kommt. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber reinhören werde ich auch auf jeden Fall. Was jetzt auch kommen wird, das ist das UPS in Florida zusammen mit CVS, das ist so eine Drogeriemarktkette, die halt auch Medikamente hat, vergleichbar mit, wüsste ich gar nicht, womit man es in Deutschland vergleicht, weil Medikamente gibt es ja hier eigentlich nur in der Apotheke. Naja, auf jeden Fall, CVS möchte mit UPS in the Villages in Florida mit Drohnen Medikamente ausliefern. Also, dass nicht mehr einer zur Tür kommt und eventuell wieder ein Risiko der Ansteckung herrscht, sondern einfach, dass die Drohne das Medikament bekommt und dann rüber zum Kunden fliegt und es dort ausliefert. Die Community in the Villages in Florida sind 135.000 Personen. Das Ganze ist natürlich auch vom Government abgesegnet, dass die das dürfen. Und es ist bereits der zweite Test, denn letzten November hat CVS zusammen mit UPS das schon getestet. Und zwar in Cary, North Carolina. Scheint gut gelaufen zu sein. Und gucken wir mal, wo da die Reise hinführt. Und wenn wir schon von Drohnen reden, DJI hat gestern, nicht unbedingt überraschend, aber einiges war ja schon bekannt, schon eine neue Drohne vorgestellt und zwar den Nachfolger zu DJI Mavic Air und wie heißt die? Ja, Mavic Air 2 dann. Was soll man dazu sagen? Wenn es euch interessiert, habt ihr das schon erfahren. Ansonsten für alle anderen hat eine neue 48 Megapixel Kamera bzw. Sensor an Bord, kann damit wieder ganz tolle HDR-Fotos und Videos machen. Kann Hyperlapse-Aufnahmen in 8K, Videos in 4K und 60 Bilder pro Sekunde, hat eine Slow-Mo-Funktion und ganz viel. Das Ding fliegt 34 Minuten lang und kommen wir mal eher zum Interessanten für die meisten Leute. Was kostet das Teil? Das Teil kostet als Drohne alleine 849 Euro und wer sich ein bisschen mit DJI beschäftigt hat, der weiß, dass dort immer eine Fly-More-Kombo mit Zusatzakkus und Zubehör gibt. Die gibt es natürlich hier auch. Und die kostet dann 1049 Euro. Das Ding kann ab sofort bei DJI bestellt werden. Und ich bin auf die ersten Testberichte gespannt. Ja, das war's dann auch schon für heute. Kommt gut in den Dienstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen hier wieder. Hört mehr Geek Talk.